Kaiser Naruhito, Gewebeprobe ergibt Hinweise auf Prostatakrebs. Diese Nachricht erfreut nicht nur den Empfänger, sondern ein ganzes Volk. Japans Kaiser Naruhito, 62, hat sorgenvolle Wochen hinter sich. Anfang November 2022 musste sich der Regent im Krankenhaus der Universität Tokio einer Prostata-Untersuchung unterziehen. Nach einer Gewebeentnahme, die am 4. Dezember vorgenommen wurde, seien bei den folgenden Untersuchungen keine Anomalien festgestellt worden. Das teilte das Kaiserliche Hofamt am heutigen Montag mit. Vor einigen Wochen hatte man bei Kaiser Naruhito den Anstieg eines Tumormarkers festgestellt. Bei dem royalen Patienten wurde daraufhin am 6. November 2022 im Krankenhaus der Universität Tokio ein MRT, Magnetresonanztomographie, AMD-RET, durchgeführt. Bei dem bildgebenden Verfahren wurden Struktur und Funktion der Gewebe und Organe im Körper genauer untersucht. Offenbar hatte man zu diesem Zeitpunkt Grund zur Sorge. Nun kann der 62-Jährige aber erst einmal wieder aufatmen. Dennoch bleiben seine Leibärzte wachsam, laut Ryotsu Nagai, dem medizinischen Leiter des kaiserlichen Haushalts. Wird sein Gesundheitszustand weiterhin durch Bluttests observiert? Schon in wenigen Monaten sind Louis, 30, und Marie Ducru, 29, zu dritt. Das Paar verkündete am 23. November, dass es erstmals Nachwuchs erwartet. Bevor die beiden Monegassen der große Trubel als kleine Familie erwartet. Lassen Sie noch einmal genüsslich die Seele baumeln. Via Instagram teilen sowohl Louis als auch Marie Eindrücke ihres Traumurlaubs auf Mauritius. In türkisblauem Wasser und im strahlenden Sonnenschein posieren die werdenden Eltern vor paradiesischer Kulisse. Liebevoll drückt der Sohn von Stephanie von Monaco, 57, seiner Frau einen Guss auf die Stirn. Die hat ihre Babykugel in einen geblümten Bikini gehüllt und lächelt zufrieden. Wie aus ihrer Instagram-Story zu entnehmen ist, ging es dann sogar noch hoch hinaus. Beim Flug mit einem Helikopter konnte das Paar sich das Paradies dann auch noch von oben anschauen. Sie haben News verpasst, die Royal News der letzten Woche lesen Sie hier. Verwendete Quelle, Instagram.com